Aber mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Wir drücken mal auf M. Wo sind wir? Wir können ja jetzt diese Schnellreise machen. Das ist das Dorf. Und hier sind wir gerade beim Leuchtfeuer. Hier sind noch Fragezeichen. Unbekannter Ort. Okay, wir sind ja gar nicht so weit davon entfernt. Aber es sind natürlich jetzt hier gefährliche Gegner. Hier sind ziemlich viele Wölfe bei mir hier gerade. Hier ist oben der Braunbär. Ist auch noch ein Braunbär. Was haben wir denn hier? Ah, da werden wir jetzt gleich mal hingehen. Was haben wir denn hier für einen Typen? Okay, ein Schamane. Wir haben übrigens die ganze Karte noch irgendwie nicht aufgedeckt. Das ist ja super, dass das noch so viel gibt. Man kann ja, boah, man kann ja richtig weit. Wo geht denn das alles hin? Wow. Wow, wow, wow. Da haben wir echt noch, wo ist es? Wo geht's hier hin? Wir haben echt noch viel vor, Leute. Und das ist das Schöne daran. Wir haben gerade mal so ein kleines Stückchen gerade gespielt und es ist schon super spannend und es macht richtig Spaß. Also gesehen, wenn ihr euch nicht nur das Let's Play anguckt, sondern einfach, also um Spaß zu haben, sondern auch vielleicht einen Kauf, eine Kaufentscheidung habt, ob ihr es kaufen möchtet oder nicht, ich würde es euch empfehlen. Ich würde es euch empfehlen, wenn ihr sowas mögt, wenn ihr vielleicht Far Cry 1, 2 oder 3 gespielt habt oder 4. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das ist der vierte Teil. Ich glaube, vierte Teil gibt es auch noch. Ist auch so ein Standalone. Dann kann ich ganz, ganz klar sagen, zuschlagen. So, wir machen, craften uns nochmal ein paar Pfeile. Wir haben sogar noch welche, aber ein bisschen mehr Holz wäre auch gar nicht mal so schlecht. Da hinten haben wir noch ein bisschen Holz. Wir gucken jetzt einfach mal. Ja. Hier ab. Wollen wir uns mal anpirschen. Irgendwo ist hier noch einer. Ich sehe ihn nur leider nicht. Mit mir. Wo ist er? Ah, da ist er. Ich glaube, das war's. Ich meine, ich hätte noch nicht so viele davon gesehen. Shit. Das ist immer, wenn die einem um einen herumlaufen. Boah. Das geht ja direkt los hier. So, jetzt machen wir erstmal hier kurz einen Prozess aus dem Wolf. Ach, habe ich schon genommen. Jetzt brauche ich wieder ein paar Hölzglied. Wir haben nämlich keine Pfeile mehr. Schnell ein paar Pfeile aufsammeln. Übrigens, weil ich ja gerade die Raben wieder sehe. Wir brauchen ja immer noch eine Feder. Schnell, schnell. Da ist er. Ah. Jetzt verstehe ich. Ich lasse einfach mal hier eine Leiche liegen. Das machen wir jetzt so. Schnell craften wir uns erstmal ein paar Pfeile. Okay. Ich habe es einfach gerade mal versucht. Ich bin ja... Körper ziehen brauche ich aber nicht. Ich wollte ihn eigentlich ausnehmen. Ich hätte doch einen erschossen irgendwo. Das war, glaube ich, nicht nur diese. Das war noch. Ich sage euch, Leute, das macht einen total nervös hier, das Ganze, weil die gehört über Geräusche. Mist. Verdammt. Wir müssen die Leiche liegen lassen, dann kommen die, denke ich mal, die Adler, die Raben. Den Wolf. Okay, jetzt machen wir jetzt mal hier schnell. Nehmen wir die hier noch aus und lassen den Wolf ganz kurz da hinten kämpfen. Da ist noch ein bisschen Holz, das nehmen wir uns schnell mit. Da unten ist der Wolf. Das ganze Wolfsgebiet hier. Ich brauche aber einen Raben. Ich will keine Ziege. Was haben wir hier? Habe ich schon abgerissen.
So, ich gehe jetzt mal wieder erstmal nach oben und mach mal ganz kurz. Oh. Ach, das ist ein Wildschwein. Mach mal ganz kurz meine Maus sauber. Die kratzt hier nämlich über. Mach mal ganz kurz hier ein bisschen rein, ne? Sorry. Dass das gerade so ein bisschen hin und her geht. So, jetzt sind wir wieder da. Und da ist wieder ein Rabe vorbeigeflogen. Mann, das ist ja hier. Ich habe hier mehr Probleme. Ein Rabe ist dahin gelandet. Raben zu finden. Den will ich nicht. Ich wollte einen Raben. Ich brauche eine Feder. Oder wir machen es einfach so. Wir schießen den ab. Und jetzt warten wir einfach auf den Raben. So, verstecken wir uns. Und hoffen, dass jetzt gleich so ein Rabe kommt und dann daran rumknabbert. Wir brauchen immer noch eine Feder, um hier so ein... was war das nochmal? Der Köcher? Ich glaube, die Köcher zu craften. Jetzt warten wir einfach noch mal kurz. Mit ein bisschen Geduld, wie man es damals gemacht hat. Da brauchte man, denke ich mal, viel, viel mehr Geduld. Als ich aufbringe. Hier wird übrigens schon wieder irgendwo gekämpft. Den? Der sollte eigentlich nicht unser... Das war knapp. Kopfschuss. Okay. Da kommt einer. Da ist ein Rabe gelandet, Leute. Ich sehe ihn nicht. Oh, lauter Dingsfeuer. Da ist er. Oh Mann, ich sehe ihn nicht gut. Komm schon. Mist. Der ist genau hinter der Leiche. Verdammt. Ups. Ups. Ich wollte gerade gar nicht schießen. Ich werde mich mal ein bisschen so seitwärts anschleichen. Ja, dieses... Oh nein. Mann! Ich hab's geschafft! Nein, fall nicht runter! Nein! Du blödes Tier. Ich muss da hinterher. Und die Feder. Super. Und jetzt werden wir direkt mal craften. Das war, glaube ich, auf K. So. So. Handwerk. Und was war das jetzt? Hier. Zack, gecraftet. Was haben wir denn jetzt hier? Braunbärfell. Okay, da wissen wir ja schon mal, wo wir hin gleich müssen. Da haben wir immer noch die... Jackfell. Ich weiß nicht, was ein Jack ist. Jack. Keine Ahnung. Das haben wir hier, das haben wir noch nicht gecraftet. Hier brauchen wir noch eine Nordzeder. Okay, dafür brauchen wir noch 3 Stück. Ich glaube, die brauchen wir noch. Die werden wir hier irgendwo gleich unterwegs finden. Wir werden uns jetzt erstmal hier auf den Weg machen. Gucken wir uns nochmal ganz kurz um, was wir hier noch so mitnehmen können. Ich weiß nicht so ganz genau, was das dieses... Was das bedeutet... Das sind diese jungen Hunde, diese, wie heißen sie nochmal? Präriehunde oder wie waren sie nochmal? Gucken wir mal hier. Heilung. Okay, jetzt gucken wir mal auf die Karte, wo wir jetzt gerade sind. Okay, wir gehen jetzt mal, ich wollte eigentlich hier mal hinten hin, zu diesem, wenn ja helfen, diese Eskorte. Okay, da müssen wir uns komplett wieder drehen, müssen den Berg wieder hoch. Das machen wir jetzt einfach mal im Schnelllauf. Sonst werden wir ja nie irgendwo ankommen, weil es gibt hier so viel zu tun. Ich brauche unbedingt Holz, um mehr Pfeile zu craften. Was haben wir hier? Das ist eine Ziege. Die kann ruhig da bleiben, wo sie ist. Oh! Fuck! Was machen die denn hier? Oh Gott! Wo kommen die denn her? Die Pfeile her. Oh, mit Wolf.
Wieso hat der Wolf denn die nicht angegriffen? Können, sind das hier gezähmte Tiere bestimmt von denen? Zwei habe ich noch gesehen. Also es waren insgesamt, glaube ich, drei. Oh, die sind ja überall. Da muss ich doch echt gut aufpassen. Wir werden uns mal hier hoch bewegen. Leise. Nee, ich wollte C drücken. Ich wollte nicht V drücken. So. Komme ich hier irgendwie hoch? Okay, jetzt pirschen wir uns mal an. Wir haben aber, glaube ich, nicht mehr viele Pfeile. Muss man echt aufpassen. Kann ich noch welche craften? Da ist das Feuer. Wo sind die Jäger? Oder diese Typen? Das sind, glaube ich, die... Oh, ich habe noch einen getroffen gehabt. Hier liegt noch einer. Oder ist es der, den ich abgeschossen habe? Nee, den habe ich doch hier unten abgeschossen. Hier müsste noch dann einer sein. Gucken wir mal mit V, ob wir was sehen. Und der Wolf, den habe ich nämlich auch nicht getötet. Gleich wollen sie mal an. Das mit dem Anschleichen übrigens, das gefällt mir richtig gut. Das erinnert mich so ein bisschen an die alten Zeiten von, ich weiß nicht, ob ihr die Spiele kennt oder das Spiel Vietnam. Das ganz alte Spiel Vietnam. Da musste man, das ist ja erstmal bockschwer gewesen. Und da ist der Wolf. Der Wolf ist hier. Kann ich das denn hier ausmachen? Pfeil anzünden. Mist. Ah. Zünden wir den nochmal an. Die habe ich doch wirklich abgeschossen. Nicht schlecht. Also als Glückstreffer. Ein Glückstreffer war es. Einer müsste aber noch leben. Vielleicht ist der in die Flucht geschlagen worden. Hm. Hier gilt ja auch irgendwie alles hier. Der Wolf müsste, glaube ich, noch mal zurückkommen. Den nur angeschossen oder ist er, ich glaube, ich habe ihn einfach in die Flucht geschlagen. Hat sie erschrocken, habe ihm hinten in den Hintern geschossen. So, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind hier. Jetzt müssen wir nach rechts. Wir könnten aber auch gerade ausgehen. Hier mal das Fragezeichen für die XP-Belohnung. Wir sind ja nicht weit davon entfernt. Das ist ja typisch Dex, dass der nicht mal irgendwo gerade auslaufen kann, mal so ein Ziel in Augenschein nehmen kann. Der muss immer irgendwo abkommen vom Weg. Das ist eben das Problem. Ich habe ja so oft und so lange Fallout 1, 2, 3, 4, ja, gespielt. Ich war jetzt gerade überlegen, ob ich den vierten auch gespielt habe. Und ich habe irgendwie doppelt so lange gebraucht wie andere Spieler, weil eben ich kann einfach nicht den Weg. Ich muss immer irgendwo gucken, was es hier gibt. Hier ist auch wieder. Oh, den werden wir nicht mehr angreifen. Das haben wir ja schon mal miterlebt. Zum Glück bin ich hier gerade den Berg hoch. Da ist der Wolf übrigens mit dem Pfeil im Hintern. Kleines Arsch. Das ist doch ein Bär, oder? Ich meine, ich hätte gerade einen Bären gehört. Nee, das ist ein Hirsch. Oh, ich hänge fest. Okay. Das war gerade so, oh Gott, irgendwie ein kleiner Bug. Ich bin hier gerade irgendwie nur gerutscht, wie bei Wölfe. Pfeile habe ich genug, glaube ich. Nein, habe ich nicht genug. Fehlende Zutaten. Oh Gott. So, wie weit sind wir jetzt entfernt von dem, was ich... Ach Mist, ich hätte da oben hingemusst. Egal, wir werden jetzt einfach ein bisschen laufen. Thank you.
Greifen ihn die Mammuts an? Was greifen ihn da unten an? Boah, hier geht's ja richtig ab. Boah, hab ich das gesehen? Der Hirsch ist ja mal richtig total wild geworden. Wir werden uns aber trotzdem mal schneller laufen. Shit. Hoffentlich kriege ich meine Pfeile wieder zurück. So schnell ausnehmen. Ist alles voller Blut. Hier wird ja nur gekämpft. Jetzt habe ich das, glaube ich, doch schon entdeckt. Ja, okay. Das haben wir jetzt schon mal entdeckt. Da hinten geht es noch weiter. Irgendwo sind hier Gegner, aber die wollen wir jetzt nicht bekämpfen, weil wir haben echt, ich glaube, viel zu wenig Material für... Nee, wir haben keine Pfeile mehr. Müssen wir ganz kurz mit V gucken, ob ich hier irgendwas finde, was man noch abarbeiten kann. Ich weiß nicht, was genau, was dieser Feuer gelbe Strahl hier oder Streifen bedeutet. Ich glaube, man sollte auch, glaube ich, den Weg langlaufen. Oder vielleicht ist das ein sicherer Weg oder sowas. Ich weiß es nicht ganz genau. Nehmen wir hier die Blume noch, bevor wir den Wolf mal abschießen. Oh, der war schon angeschossen. Und jetzt noch ein bisschen Schilf. Muss ich echt an diese ganzen Geräusche gewöhnen, damit man wirklich auch weiß, was man gerade neben sich hat. Dass man nicht immer jedes Mal sich umschaut vor Schreck. So, wo geht's lang? Ich könnte hier oben zu dem Schamanen gehen. Was macht der denn? Ach, das ist ein Fight oder was? Schwierigkeit leicht. Da hoch. Ansonsten da hinten. Die sind ziemlich nah. Da machen wir lieber das. Da müssen wir echt aufpassen bei dem Schwein. Wie gesagt. Ach, schon tot. Super. Fähigkeit. Okay. Was habe ich denn da? Drücken wir mal auf K. Eine neue Fähigkeit erlernt. Ah, okay. Was kann die denn hier so gesehen? Mal gucken. Was haben wir denn da? Gelände aufdecken. Und was haben wir hier? Pflanzenentdeckung. Nehmen wir mal Pflanzenentdeckung. Bei ihm hier. Ein Fähigkeitspunkt. Ach, ich habe jetzt den Punkt ausgegeben. Alles, das sind Punkte nur für mich. Nicht nur für mich, sondern auch für beide. Okay, wenn wir uns jetzt mal das Schweinchen hier vornehmen. Ich laufe hier einfach so mitten raus, ohne links und rechts zu gucken. Das ist ja cool. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Kann man hier irgendwie gebückt hingehen? Nein. Mist. Kann man sich hier irgendwie hochhangeln? Wäre eine tolle Sache. Dann können die Bären nämlich nicht hier hoch, oder? Versuch's nochmal. Oh, hier oben. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück und die finden den... Die haben eine schlechte Wegfindung gleich. Wo sind die denn jetzt hin? Okay, hier ist ein kleines Lager. Da waren wir, glaube ich, auch schon mal. Wo sind denn die Bären hin? Brauche ich übrigens noch Bärenfell. Braunbärenfell. Okay, dann gehen wir mal ins Lager hier. Ist irgendwie so ein Belohnungssäckchen. Ich weiß nicht ganz genau, was man hier machen muss. Einfach nur drücken oder mitnehmen oder sowas. Ich habe da so wirklich keine Ahnung. Das ist voll. Was haben wir hier? Das ist voll. Kann man das hier reinlegen oder wie? Nee, oder? Nehmen wir das einfach mal mit. Hier, Fleisch haben wir auch voll. Keine Ahnung. Das Section, das schießen wir mal ab da. Gucken wir nur, dass es nicht runterrollt. Nein! Habe ich schon ausgenommen, okay.
müssen aufpassen, ist wieder ein Bär. Und den wollen wir aber auch jetzt mal erlegen. Oh Gott, da ist er schon. Der ist natürlich stark. Man muss aber irgendwie... Gibt es doch eine bestimmte andere Möglichkeit. Das Feuer an? Weiß es nicht, nee. Versuchen wir mal. Ups. Nein! Wir haben jetzt nicht mehr das richtige Werkzeug. Ich hätte es gerade Speer nicht wegschmeißen sollen. Ist noch hinter uns? Der ist noch hinter uns! Mist! Springen wir mal hier rüber. Ja, kümmere dich mal um was anderes. Oh nein, Mammuts wollen wir nicht aufschrecken. Fuck! Das sehen wir noch hinter uns! Heilen! Ja! Der ist ziemlich böse. Der ist übrigens noch hinter uns noch was mehr. Seht ihr, hinter mir ist ja voll viel los. Ich hab die ganz kurz abgehängt. Wow. Ich brauche echt ein... Oh Gott. Mensch. Ich brauche doch das Bärenfell, Mensch. Ich mache mir ja was. So, jetzt haben wir genug Pfeile. Jetzt werden wir uns den nochmal... Wir werden das jetzt einfach nochmal versuchen. Das Wildschwein lassen wir hier links liegen. Gucken nochmal mit... Ups. Mit V. Scheiße. Mann, die greifen mich hier alle an. Was wollt ihr denn von mir? Das gibt's doch gar nicht. Oh Gott. Oh Mann. Da will ich den einen Wolf nur mich von dem Wolf verteidigen und dann kommt auch das Wildschwein dazu. Da kommt schon wieder was auf mich zugelaufen. So, der Wolf ist jetzt erstmal weg. Hier sind übrigens noch die roten Pfeile am Wasser gewesen. Das sind Wildschweine. Okay. Ich wollte aber jetzt unbedingt den Bären töten. Zum Glück habe ich das doch noch erlernt gehabt. Das sind die Mammuts. Wo ist denn der Bär hin? Mensch. Dass ich das noch erlernt habe, dass ich im Sprinten mich heilen kann. Sonst wäre das auch, oh, da ist noch ein bisschen Hölzgli. Hölzgli. Für die Bolzki. So, machen wir ein paar Bolzen. So. Waffenschmiede. Oder Waffenschmied. Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen. Hallo. Ich glaube, das wird hier spannend drin. Oh, Mann, das